Schönen guten Tag, mein Name ist Wolfgang Schwarz. Ich bin für die Stadt Graz zuständig für die Durchführung der Organisation der Wahlen. Ich darf Ihnen heute eine kurze Einführung in die Briefwahl geben. Wie verwende ich eine Wahlkarte und wie kann ich damit die Briefwahl machen? Wenn Sie eine Wahlkarte bestellen, bekommen Sie die Wahlkarte, einen Stimmzettel und ein Kuvert für den Stimmzettel. Sie nehmen den amtlichen Stimmzettel, treffen Ihre Wahl und kreuzen den entsprechenden Kandidaten in diesem Bereich an. Danach falten Sie den Stimmzettel und geben ihn in das Kuvert, welches für den Stimmzettel vorgesehen ist. Das Kuvert mit dem Stimmzettel geben Sie in die Wahlkarte. Und, ganz wichtig, bestätigen Sie die eidesstattliche Erklärung mit Ihrer Unterschrift in diesem Feld. Damit Ihre Unterschrift und Ihre persönlichen Daten geschützt sind, wurde die Lasche zum Verkleben der Wahlkarte vergrößert. Hier müssen Sie die Schutzfolie entnehmen und das Kuvert zukleben. Ganz einfach. Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich unbeeinflusst und persönlich den Stimmzettel ausgefüllt habe. Wenn die Unterschrift nicht erfolgt, darf die Wahlkarte von der Wahlbehörde nicht geöffnet werden und kann somit in das Ergebnis nicht mehr einbezogen werden. Sie können die Wahlkarte ohne Frankierung über jeden Briefkasten an die Bezirkswahlbehörde rückübermitteln.